Hat sich eine rebellische Crew, damals zur psychologischen Truppenbetreuung eingesetzt, störrisch geweigert, den Kampf für Amerika aufzugeben. Aber jetzt sieht es so aus, als ob der aus der Luft operierende Piratensender SMTV, der das letzte Jahrzehnt hindurch so viele Medienkontroversen ausgelöst hat, kurz davor steht, in die Heimat zurückzukehren. Aus ungenannter Quelle wurde heute verlautet, dass der Captain der Piraten kurz vor dem Abschluss eines Vertrags mit einem der großen Medienkonzerne steht, der dem Sender eine Einstellung aller schwebenden Verfahren sowie eine eigene Sendezentrale diesmal auf festem Boden garantieren würde. Die Reaktionen auf diese Nachricht sind jedoch sehr unterschiedlich. Während NBC-Vertreter wie verlautet mit Begeisterung reagierten, brachte eine Meinungsumfrage unter SM-Fans größtenteils Enttäuschung zutage. Mehr darüber und weitere Nachrichten in den 10 Uhr Nachrichten der UBC. Durch die Sendung führte sie Leonardo Valesvero. Bloß nicht an den Frequenzknopf, denn was wir jetzt bringen, das sind die echt heißen Nummern.
Und es ist wirklich Mucho Kimosabi. Spezio Bino Knallowitz. Also okay, Claudi, wir starten in exakt 13 Sekunden und der Countdown läuft auf allen vier. Los geht's, Baby. 9, 8, 7, 6, 5. Deine Show. Okay, mein Freund, geht's. Wir kommen jetzt ganz gut durch, Captain. Ja, Sam, kannst du mich hören? Ja, hör dich laut und deutlich. Ich krieg dein Bild hier oben gut rein. Ich krieg ein gutes Bild von dir. Captain, hast du gesehen, wie es geromst hat? Ja, wir haben Probleme gehabt, als wir versucht haben, dich da unten zu empfangen. Aber jetzt kriegen wir dich gut rein. Ich hab gesagt, es ist gut, deine Stimme zu hören. Oh ja? Psychologischer Hinsicht läuft die Show riesig. Sex scheint alles im Leben zu erhalten. Also du kannst mich hören, ne? Läuft super. Okay. Was? Ja, ja. Ja, du siehst toll aus. Wir sehen auch toll aus. Wir wollen den progressiven Sex ein bisschen einschränken, Mann, und uns auf die echten Sauereien konzentrieren. Das klingt echt gut, Mann. Das ist, So, hör mal, we'll be fighting in the streets. We're not children at our feet. And the models that they worship will be gone. The judgment of our own is a silent summer to the song. I feel my Hör mal, Kleiner, wie wär's denn mit einem... Du bist ein SM-Fan, richtig? Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind. Soll ich mal was sagen, Jungs? Sobald wir diesen Deal unterschrieben haben und landen, kriege ich Sams Job, okay? Okidoki Doc, was ist unser nächstes Ziel? Wir kommen gleich über Kanal 10, Bakerfield, ein heißer Draht! Ich werde ihr nicht sagen, dass die Krankheit tödlich ist, Peter. Oh, Mathilda. Nicht, solange noch Hoffnung besteht. Es muss dafür eine Spezialklinik geben oder ein Medikament. Vielleicht. Oder eine Blutwäsche. Ja. Oder eine Magen-Darm-Spülung. Ja. Oder ein interzeptorisches Aquivibrat. Das ist gut. Ich werde sofort Dr. Evans anrufen. Ja. Bitte. Und sagt Dr. Evans, dass wir den Blinddarm schon selbst entfernt haben. Au, Hank, was machst du denn? Die Klappe. Lass das. Was machst du denn da, Hank? Halt auf Sendung mit Halsschwestern. Hier ist SMTV. Ob es euch gefällt oder nicht. Oh, wow, ich liebe es. Ich liebe es. Was ist SM? Habe ich nie gehört. Ich auch nicht. Seh mal in der was Zeitung. Was ist SM? Keine Ahnung. So schön, gut. Da haben wir es ja. Das sind ja noch nicht mal die Zeiten angegeben. Ach was, gibt's das? Guck dir das Dabba, mal an. Dabba, du! Ich hab keinen Dunst, wovon die reden. Du etwa? Quatsch, alles Quatsch. Was haben wir denn heute für ein Datum? Ich löse dich auf dem Rückweg ab, Mann. Ihr flüssiges Schimpansenfett. Kommt nicht in Frage, Mann. Das ist mein letztes Wort. Ich habe mit meiner Rechtsabteilung gesprochen. Gut, Father, die müssen dafür sorgen, dass der Generalstaatsanwalt die Schweden-Verfahren einstellt. Sonst landen wir nicht. Ich wollte, dass das Sendekonzept geht. Ich wünsche keine Einmischung in das Sendekonzept. Hi ho, Wildschweinrudel. Um Geld geht's doch hier überhaupt nicht, Mann. Sie halten sich nicht an unseren Vertrag. Sie haben ein rechtskräftiges Dokument unterschrieben, in dem ausdrücklich steht, dass das Sende... Hey, ich bin's doch nicht, der plötzlich die Regeln ändert.
Das Ganze ist ein Friss-oder-Stirb-Vorschlag. Wir bieten Ihnen alles an, was Sie verlangt haben. Also verstehen Sie jetzt, was ich meine. Ja, ich verstehe Sie hervorragend. Aber ich rate Ihnen, mich zu verstehen, sonst ist der Deal im Eimer. Wenn Sie im Gerichtssaal säßen, dann würde ich... Leckt nicht beide am Arsch, Sie und das hohe Ross, auf dem Sie sitzen. Hey Mann, was soll der Quatsch, dass der Deal im Eimer ist und Geld überhaupt keine Rolle spielt? Ich will einen Doppelzeitmagneten und möglichst bald. Es gibt keinen Deal, Mann. An der Sache ist was faul, das rieche ich durch sämtliche Nasenlöcher. Die wollen uns doch glatt mit beiden Eiern an der Wand festnageln, Mann. Hey, jetzt bloß keine Panik wegen dem kleingedruckten Kimusabi. Ich muss unbedingt ins Krankenhaus wegen ein paar Ersatzteilen. Ja, und ich muss meinen Kneipendeal unter Dach und Fach bringen. Kneipe? Ja, bei Benny. Wir haben an meinem Geburtstag in New Orleans Eröffnung und ich werde die Torte anschneiden. Weil wir uns an deinen Scheißfraß gewöhnt haben, Benedikt, heißt das noch lange nicht, dass irgend sonst jemand bei dir frisst und dafür auch noch bezahlt. Nie im Leben, das kannst du mir glauben. Die sind doch total abgebrannt. Arschlöcher. Sieh dir mal mein Gesicht an, ne? Du kriegst jederzeit eine neue Crew. Die Typen werden sich drum schlagen, um an diesem Sender hier mitarbeiten so ist zu dürfen. Es. Du auch, hä? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich will einfach nur mal wieder bummern. 1000 Mal und dann... ich denk darüber nach. Und ich versuche, ein gutes Geschäft für euch dabei rauszuschinden. Und jetzt verpisst euch, ihr Kanalratten. Was bildest du dir eigentlich ein, Mann? Wir sind 15 Jahre mit dir durch die Hölle marschiert, haben dem Teufel auf die Fresse gehauen und sind dann wieder zurück. Wir haben weitaus mehr als unsere verdammte Pflicht getan. Und das seit dem allerersten verdammten Tag, Mann. Jetzt hör mal, Skipper, wenn du hier oben bleiben willst und dem Pseudo-Revolution der Nation spielen willst, ist das deine Sache. Aber such dir lieber ein paar andere Idioten, die hier oben rumgurken, um in den Wolken zu krepieren, Bruder. Ey, Mann, der Krieg ist die Hölle und was ist daran so neu? Ich will nur, dass ihr eure Würde nicht ganz verliert. Aha. Jetzt hör doch mal auf zu heulen. Wenn ich euch Babys rauslassen würde, in Fishbite Falls, noch heute, dann würdet ihr spätestens nach einer Woche den Bürgermeister mit einer Handgranate hochjagen und die Puffmutter zur Königin erklären. Und was wäre daran so beschissen, Captain Sir? Wir kennen alle Probleme, Captain. Wir wissen, dass das Zivilleben absolut schrottmäßig ist. Aber Claude und Ben, weißt du, ich meine, vielleicht haben wir alle überhaupt, ich meine, es kann doch sein, dass wir alle... Ihr hättet nichts dagegen, da mal irgendwie mitzumischen, euch anzupassen und allen in den Hintern zu kriechen. Ah, ja, gut. Wir wären nicht dagegen. Ja. Ihr Blindschleichen, seht euch doch mal an. Das wäre toll. Um Holzkohlengrill sitzen, die M16 putzen und die nassen Windeln eurer Kinder ausbringen. Ich bin ganz deiner Meinung, Captain. Ich will nicht beim Bodenpersonal verrotten, das war das Letzte. Hey Mann, das ist doch Bruder Blähbauch. Den haben sie doch mit einer Rakete die Geschlechtskrümel weggeschossen. Das war doch beim Erntedankfest, beim Angriff auf Quacto im Oktober 67. Der passte genau in einen Aschenbecher. Die Situation ist unter Kontrolle, Gentlemen. Macht euch keine Sorgen, das bringt nichts. Also wir haben die Situation wirklich voll... Du hast gesagt, dass wir uns auf dich verlassen können. Was ist passiert? Wir tun alles in unserer Macht stehende, um in der Luft bleiben zu können, aber ohne Unterstützung von der Öffentlichkeit. Das glaubst du einfach nichts mehr. Schrottgefasel, Mann. Das ist doch absoluter Käse. Die Musik fördert nicht die Gewalt, sie fördert die Aggressivität. Und das ist ein Unterschied. Und soll ich euch noch was sagen? Man muss aggressiv sein, um Erfolg zu haben, denn das... ist Amerika! Hey, vielleicht hat der Kerl damit gar nicht mal so unrecht. Was sagt ihr dazu? Sagt's mir, okay? Hey Mann, ich will es hören! Ruft an, wenn ihr eine Meinung habt! Wie sieht das aus, Don? Sie kommen jetzt durch. Die Rede liest sich gut, Don, sehr gut, aber sie sollte härter sein. Besonders in dieser Phase des Wahlkampfs. Wir werden die Nominierung von hier aus lancieren, darüber gibt es überhaupt keine Frage. Es sei denn, wir geben Ihnen etwas, womit Sie uns abknallen können. Das Einzige, wovor wir uns in dieser Phase des Wahlkampfs in Acht nehmen müssen, ist ein Overkill. Die Meinungsumfrage aus New York, Sie holen im Nordosten auf. Haben Sie die Psychografiken über TA von heute? Ja, die sind schon alle analysiert. Wir sind in guter Verfassung. Gut. Das will ich doch hoffen, Don. Don, das ist eine sehr hübsche Rede, aber eigentlich handelt sie von gar nichts. Und sie ist äußerst schwach, was die Wahlkampfthemen betrifft. Vergessen Sie die Themen. Die Leute wollen ein fest umrissenes Image haben. Nicht gerade ein Experte, was die gottverdammten Themen anbelangt.
Wie viel zahlen wir diesem jungen Menschen dann? Es tut mir leid, Mrs. Westinghouse, aber bei einem modernen Wahlkampf handelt es sich nicht um mehr und nicht um weniger als um einen Marketingjob. Also, wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass Sie auch wirklich das Produkt sind, das der Konsument haben will. Also, wenn Sie möchten... Danke, Irwin. Don, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir gefällt, ein Produkt zu sein. Und es gefällt mir ganz gewiss nicht, meine politische Zukunft einer Maschine anzuvertrauen. Sie hat uns aber schon weit gebracht, nicht wahr? Hoffentlich bringt sie uns an die Spitze, Don. Wir wussten schon seit 4 Jahren, dass der nächste Präsident ein Falke sein würde. Und eine Frau. Wir wussten, wie alt sie sein würde und wie sie aussehen sollte. Wir wussten, was die Leute wollten. Und genau das haben wir ihnen gegeben. Ich trete vor dieser Wahl mit der Tatsache vor Sie, dass es noch niemals in unserer gesamten Geschichte einen derart hauchdünnen Unterschied zwischen Freiheit und Sklaverei gegeben hat. Noch nie zuvor war die Bedrohung unserer Interessen durch den Feind so direkt, so offenkundig, so nah vor unserer Haustür. Ich trete hiermit vor Sie mit dem Versprechen, dass ich die Kandidatin bin, die den Willen hat, Stärke zu zeigen. Egal wie schwer die Bürde sein mag und wie hoch der Preis. Und ich möchte diejenigen, die es vorziehen, ihre patriotische Gesinnung herabzusetzen, daran erinnern, dass Extremismus kein Verbrechen ist, wenn es darum geht, unsere Freiheit zu verteidigen. Und sie sollen wissen, dass nach meiner Meinung moderates Verhalten keine Tugend ist in Bezug auf Gerechtigkeit. Wenn ich gewählt sein werde und feststellen muss, dass unsere Zähne stumpf geworden sind, dann werde ich sie schärfen. Wenn ich feststelle, dass der Feind unsere Rechte bedroht, dann werde ich zubeißen. Wenn diese Schlampe gewählt wird, Mann, dann landen wir schnurstracks wieder im Dschungel und können uns da rumprügeln. Augenblick mal, ich schnall das nicht ganz. Das ist die Zerbombenwehr Zentralamerika bis zum geht nicht mehr, Masche. Mann, wo zum Teufel hast du denn gesteckt? Also, uns schwebt da eher die in den Ruhestand getretene Veteranenmasche vor, weißt du? Wenn sie nämlich gewählt wird, Mann, dann gibt's haufenweise neue Rekruten. Deine Psycholager nicht ausstehen, da kommt nur Mist raus. Hey, die ist auch Mist, Mann. Und was sollen wir gegen sie unternehmen, Captain? Einfach abservieren. Wir sollen sie abservieren? Aber sicher doch, klar. Findet ihr diesen Typen nicht wunderbar? Noch hat sie die verfluchte Wahl nicht gewonnen, Mann. Warum lassen wir nicht das Volk entscheiden? Wenn diese Tante erstmal den Chef markiert, ist es zu spät. Solange sie noch im Wahlkampf ist, habe ich eine Chance. Nachher muss ich das Weiße Haus bombardieren, Mann. Die ist Politikerin, Mann. Die kann einmalweise Scheiße versprechen und muss nicht einen Teelöffel davon halten, Kapitän. Genau. Und Kapitän, kann schon sein, dass Ärger in der Luft liegt, aber warum müssen wir ihn ausbaden? Ja, lass es ausmachen. Kommt doch gar nicht in Frage. Nur weil dieses blonde Ungeheuer hier den Oberchef machen will, stellen wir uns doch nicht tot. Wir ziehen wieder unsere Nummer an. Zum letzten Mal. Ganz deiner Meinung, Captain. Ich schnupper schon den Geruch von Napalm. Und ja, ich schnupper halt schon, wie uns der Arsch abbrennt. Mit deinem zum letzten Mal-Scheiß bist du schon viel zu oft durchgekommen. Ja, und damit werde ich jetzt zum allerletzten Mal die Sache zementieren, Mann. Oh, Scheiße! Verdammt nochmal! Jungs, festhalten! Es geht abwärts! Oh, der Ölot pfeift uns ab! Da ist ein Ventil im Eimer! Ich knipp die zwei aus. Captain, der Zeit hat Raumverstellung auf den Vierer voll weggebröselt. Ich geh mal Vollgas auf den anderen. Strömungsabriss, mit der Geschwindigkeit muss was passieren. Ja, sonst müssen wir heftig zu Fuß laufen. Sind wir schon lang, können wir ja auch einen Büffelschenkel in die Luke schieben. LaGuardia oder John F. Kennedy? Und treffen wir den nächsten Tanker? 17 Kuckucksuhr über Pittsburgh. Wie steht's mit der schmierigen Glimmerpiste bei Boston, Mann? Ich krieg keine Luft. Wir gehen nicht runter, bis sie auf unsere Bedingungen eingegangen sind. Keine Sekunde eher. Was wird mit dem Motor? Du reparierst den, Mann. Und was machen wir mit dem Kotzmonster? Dem hängt die Lunge aus dem Gesicht. Mann, du kannst jederzeit gern aussteigen, Benedikt. Schnapp dir meinen Fallschirm und einen Brechbeutel und nimm Ace Huckepack. Arschloch! Platz da! Vergiss die Eier nicht, Benedikt. Misch dich nicht in Dinge ein, von denen du absolut keine Ahnung hast. Du würdest doch nicht mal einen Pickel auf dem Arsch eines guten Marines abgeben. Mann, mit was für einem Mist man sich diesen Schrotthaufen abgeben muss. Lauter Blindgänger haben mich umzingelt. Zeigen wir es den Comanchen. Jetzt wubbelst du mal nie in der Nase, Claude. Der Hunger treibt's rein. Wir lassen unsere Fans entscheiden. Wenn die Leute wollen, dass wir noch einen Einsatz fliegen, dann werden wir genau das tun. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei, Leute? Noch eine letzte Attacke! Und dann kriege ich Sams Job, okay? Rock'n'Roll! Genau! Nicht irgendwo reinbeamen? Was kannst du denn anbieten? Die NBC-Nachrichten kommen in 30 Sekunden.
Los, Baby! Läuft der Countdown? Wie ein Diesel! Auf der Flucht vor dem geilen Iltis! Bin ich drauf? Bin ich drauf? Der General erscheint also zum Abzählen. Keiner von den toten Schlitzaugen hat Ohren. Er dreht durch. Blödmann sagt, du suchst mir jetzt die Ohren und näschst sie gefälligst wieder an. Liz macht sie also auf den Weg, um ein paar Ohren zu finden. Aber er findet die falschen. Und er näht sie auch wieder an. Aber er näht sie falsch rum an. Er dreht durch. Wisst ihr, was er dann getan hat? Er warf mich auf der Stelle raus. Auf der Stelle, verdammt nochmal. Hey, wollen wir noch einen trinken, Jungs? Krieg. Ja, gute Idee. Nehmen wir noch einen. Sie sehen jetzt die Abendnachrichten mit Leonardo Valesfero. Und Betsy Blanket. Und Fellow Cotsbrock. Achtung! Hey, das ist ja der Captain. Amerika, hier spricht dein Captain. Ich möchte, dass ihr euch das gut anseht. Wenn ich gewählt bin, und feststelle, dass unsere Zähne stumpf sind, dann werde ich sie schärfen. Und wenn ich feststelle, dass der Feind unsere Rechte bedroht, werde ich zubeißen. Soll ich dir mal was sagen, Amerika? Ich schätze, dass diese Westinghouse gefährlich ist. Und ich finde, wir sollten sie kaltstellen, bevor sie alles kaputt macht. Wenn sie einen Krieg will, dann soll es mir recht sein. Solange wir ihn hier bei uns führen, wo wir die Spielregeln kennen. Ich möchte, dass euch völlig klar ist, was ihr hier wählt. Entweder wollt ihr diese Frau zu eurer rechtmäßig gewählten Präsidentin nehmen, oder ihr gebt SM das Okay zu einem letzten Medieneinsatz. Also, es liegt bei euch, Herrschaften. Eure Stimme ist es, die zählt. Für uns gibt es nur die Freiheit. Harry. Die Leitungen sind frei, okay? Nimm mir mal den Apparat, mach schon. Ja, dann schieß mal los. Ich will was von euch hören. Es sprach euer Captain. Over. Siehst du, welche Skifahrer? Hey Mann, wo bleibt meine verdammte Musik? Ich bin ja Hallo Stella, Baby, bist du da draußen, mein Zitronenfalter? Mhm. Oh, Stella, la, 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 rede. Weißt du eigentlich, dass du die größte Sexmaschine aller Zeiten am Rohr hast? Sie können ihren Vertrag nehmen und den sich zwischen die Arschbacken schicken. Ich muss eine Erklärung abgeben, meine Leute warten. Wir sind unseren Fans verpflichtet und die sagen, dass wir hier oben noch einen Job zu erledigen haben. Sie werden keine Fans haben, dann ist es nicht mehr, wenn sie nicht nachkommen. Ich hab mein Geld investiert. Putz dich alles weg. Sie kriegen Ihre Antwort heute Abend. Keine Sorge. Wann genau kriege ich die Antwort? Passen Sie auf, die Nachrichten um 10. Heute Abend. Wovon reden Sie? Wow, Stella, la, la, la. Eines feucht, Biotop. Der nächste Song kommt für dich ganz allein. Stella. Aha, Ihnen gefällt sie also genauso wenig wie uns. Aha, ja, danke. Sehr beeindruckend, Professor. Die Leitung zum Propeller? Beschissen, völlig ausgebrannt, gib mir Saft! Ist gebongt, Mann. Standby. Test. 1, 2. Ich komme rein! Wenn nicht so! Das sieht ja alles wunderbar aus.
Doc, du bringst uns in die 10 Uhr Nachrichten rein. Wird gemacht. Dann erwische ich die Westinghouse, klar? Hey, Captain, wie lange wird die Sache dauern? Das ist unser letzter Einsatz, das schwöre ich dir, Claude. Ja? Ich sag dir, wir setzen diese Westinghouse außer Gefecht. Und dann fliegen wir zurück und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein, verstehst du? Was hat er gesagt? Qu'est-ce que tu es, Froschnase? Dann holen wir uns 1000 gelbe Massagemäuse, die uns jeden Muskel mit der Zunge massieren. Einfach geil. Ja, genau da. Ja, am dritten Wirbel hat's vorhin geknirscht. Gut. Das verjagt den gierigen Holzwurm aus meinem Bein. Ja, okay. Mon Capitaine, bereithalten für Captain Blood. Das ist ja. Glaube ich nicht, lassen Sie. Nein, das ist. Wirklich? Nein, das ist. Nein, sicher. Nein, hat ja schon Pferde vor der Apotheke, nicht wahr? Guten Abend. Hier sind die Nachrichten um 10 mit Leonardo Valesvero. Und Betsy Blanket. Und Bello Coxbrock. In einer harten Wahlkampf-Grundsatzrede hat heute Senatorin Willa Westinghouse, die geheimnisvolle Präsidentschaftskandidatin aus New Jersey, zur Unterstützung eines Wiederaufrüstungsprogramms aufgerufen. Wir schalten jetzt zu Paul Cerveroni nach Washington, der uns Weiteres über die Reaktion auf die Rede mitteilt. Danke, Leonard. Mrs. Westinghouse versprach eine wesentliche Unterstützung. Was ist das denn? Was zum Teufel soll das denn hier? Oder ist das wieder eine Ihrer Scherze? Aber ich bin ja einiges von Ihnen gerade nichts zu tun. Ich verstehe gar nicht, was da eigentlich läuft. Das ist ein Drohne, das ist ein Flugzeug! Das ist SMTV! Ja, es ist SMTV! Ein fremder Besucher von einer anderen Weltlänge, der über Kräfte verfügt, die jeden normalen Sender in den Schatten stellen. Schneller als eine Luftvernichtungsraupe, stärker als eine Panzerhexe. SMTV! Ein Symbol für Stärke. Ein Symbol für Power. SMZ, der Reporter des Wahnsinns. Morgens, mittags und abends. Er schlägt eine nie endende Schlacht für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit und für Amerika. Guten Abend. Amerika hat heute in der wichtigen Frage abgestimmt, ob SMTV den kriegshetzerischen Grundsatzerklärungen in der Wahlkampagne um das Präsidentschaftsamt Einhalt gebieten soll. Ein Erdrutschergebnis erteilt dem umstrittenen Sender heute das Mandat, einen verdammt schweren Kampf gegen den Missbrauch amerikanischer Macht in außenpolitischen Angelegenheiten fortzuführen. Hinauf in die Takelage, ihr Affen! Es gibt keine Kette mehr, die euch halten kann! Setzt die Segel und schaut, wie sie sich mit dem Wind füllen, der uns alle in die Freiheit trägt! Okay, Westinghouse. Wenn du unbedingt die Kriegsflagge hissen willst, dann musst du einen verdammt guten Grund finden. Denn wir werden nicht wieder ausrücken, um deinen merkwürdigen Begriff von Freiheit an den Mann zu bringen. Diese Sache ist jetzt weit genug gegangen. Sie kennen meine Position, General. Ich werde Amerika wieder zu wahrer Größe führen. Und die Stärke unserer Streitkräfte wird mein oberstes Anliegen sein. Offensichtlich stehen wir alle vollstens hinter Ihnen, Madam. Das wissen wir zu schätzen, General. Und wir freuen uns schon jetzt auf eine äußerst konstruktive Zusammenarbeit mit dem Pentagon, wenn wir erst gewählt worden sind. Was wir sagen wollen, ist, dass wir Ihre Hilfe in dieser Sache benötigen. Wir lassen Sie bereits seit 10 Jahren beobachten, Mr. McCarthy.
Aber ich muss sagen, es ist verdammt schwer, mit ihnen fertig zu werden. Aber sie müssen doch gegen alle möglichen Gesetze verstoßen. Madame, oh ja, das haben sie. Sie müssen verstehen, sie sind hochgradig intelligent, hochgradig motiviert und hochgradig trainiert. Und wer hat sie trainiert, General? Wir. Sie sind nicht nur hochgradig effiziente Killer, sondern auch erstklassige Experten in psychologischer Kriegsführung. Und sie haben ihr eigenes Nest vollgeschissen seit dem Tag ihres Rücktransports aus... Wir... Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise, Madame. Und wieso wird denn nicht irgendjemand verhaftet? Warum haben Sie sie nicht abgeschossen, General? Vielleicht könnten wir die Diskussion um den Einsatz unkonventioneller Methoden in dieser Sache... Danke, dann... Mal im Ernst, General, warum haben Sie sie nicht abgeschossen? Niemand hat eine derartige Aktion autorisiert, Ma'am. Und da fragen mich die Leute, was mit dem Amerika von heute los ist. Initiative, General, wird das Schlüsselwort meiner Administration sein. Und falls Sie vorhaben, Teil derselben sein zu wollen, schlage ich Ihnen vor, dass Sie etwas von dieser seltenen und kostbaren Eigenschaft beweisen und diese Trottel aus der Luft holen. Sehen wir kohlemäßig aus? Ziemlich mies, wir müssen ein paar Spenden auftreiben. Und Ersatzteile für den Bomber. Bei dem ist so viel im Arsch, dass ich nicht mehr drüber nachdenken will. Herr Skipper, PX hat angerufen, da können wir nicht mehr anschreiben lassen. Und wie lautet die gute Nachricht? Wir haben keinen Schreiber. Sam? Ja? Schwing mal deinen Arsch hier rauf, Mann. Gut. Wir arbeiten einen neuen Plan aus. Roger, Captain, holt er mich in einer Stunde ab? Ist das ja auch. Bereitet alles dafür vor, Sam in einer Stunde hier raufzuholen. Wird gemacht. Doc sagt, dass er es schafft. Wir holen dich an der üblichen Stelle ab, Sam. Okay, Captain. Brauchen die uns noch irgendwas? In einer Stunde. Ich bring dich dann auf Sendung. Hier, Mann. Meine Straße gefällt mir nicht. Geht mir auf die Nase. Ich hab was vor. Ich hab gestern Pause. Jetzt ist das wirklich. Und halt die Schnauze, du mit deiner Kalle. Haltet die Klappe. Haltet die Klappe. Was ist das? Was denn? Was liegt da auf dem Teller? Eine angedünstete Schweineniere im Quarkbett. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich von Schweineniere Blähungen kriege? Ach, das bisschen Pupsen. Jetzt ist wieder die große Stunde des Hobbychemikers angesagt. Heute basteln wir uns eine Napalmbombe. Nun beamen wir uns mal zurück ins Jahr 1969. Die ursprüngliche Zusammensetzung war nicht so gefährlich. Wenn die Schlitzaugen schnell waren, konnten sie es abkratzen. Also fingen wir an, Polystyrol hinzuzufügen. Jetzt klebt es wie Kamelscheiße an einer Wolldecke. Aber dann sprangen die Gelben ins Wasser und hörten auf zu brennen. Also fügten wir flugs weißen Phosphor hinzu und sie brannten wie Weihnachtsbäume. Und jetzt brennt es sogar unter Wasser. Und ein Tröpfchen ist vollkommen genug. Und es brennt munter runter bis auf die Knochen. Und nebenbei krepieren sie auch noch an Phosphorvergiftung. Fabelhaftes Zeug. Übrigens, die Programmanalyse besagt, dass Sie Ihren Stimmanteil im Süden und Westen um 38% erhöhen würden, wenn Sie... Religion. Was? Religion ist das unterschwellige Thema im Wahlkampf geworden. Sie werden es ansprechen müssen. Aber ich dachte, Sie und diese Irwin-Gestalt hätten gesagt, dass Themen nicht wichtig sind. Dann. Amerika ist das am meisten religiöse Land auf der ganzen Welt. Da draußen gibt es 100 Millionen von wahren Gläubigen. Und wenn Sie gewinnen wollen... Dann brauchen Sie einen Schlag unterhalb der Bibelgürtellinie. Und mit Gott auf Ihrer Seite können Sie nicht verlieren. Der Name Jehovas ist eine trotzige Feste. Und in diese hinein laufen die Rechtschaffenen und finden dort Schutz. Danke, Jesus. Okay, dann. Genau welche Form von Religion muss ich mir denn zulegen? Nach dem, was da steht, hm? Ach, war das nicht reizend, Mary? Ich habe noch nie von Affen einen Kirchenliedervortrag vernommen. Ich habe überhaupt noch nie erlebt, dass Affen etwas singen, Doug. Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Nun, das ist eben die Macht der Welt des Herrn, Mary. Amen.
Aber bevor wir mit der nächsten Sendung weitermachen, möchte ich mit Ihnen über die andere Macht sprechen, die in unserem Lande zu Werke ist. Ich habe soeben erfahren, dass der WTV-Sender auf dem Marconi Mountain vom Blitz getroffen wurde, Mary. Nun, was können die Zuschauer für uns tun, Doug? Erstens möchte ich, dass alle unsere Brüder ins Gebet mit uns einstimmen, und zwar jetzt, heute Abend. Denn wir werden diesen Turm doppelt so hoch wieder aufbauen. Ich finde, wir sollten Ihnen eine Spende schicken, Ma. Oh, Pa, das wäre wirklich ein Akt der Nächstenliebe. Bis der Satan vollkommen und total vernichtet ist. Preiset unseren Allerhöchsten. Wartet nicht bis morgen, um eure Liebesgaben abzuschicken, Brüder und Schwestern. Wartet nicht bis zum Sendeschluss. Holt eure Scheckbücher sofort heraus. So ist's recht. Also, wir erhielten zahlreiche Zuschauerwünsche nach dieser kleinen Nummer, und während Sie schreiben, werden Mary und ich singen. If you got some money lying around, send Jesus some, send Jesus some. Instead of taking that wig out of town, send Jesus some, send Jesus some. It's only money after all, send Jesus some. Darauf könnte ich mich beziehen, ja? Halleluja. Wie steht's mit unserem Verteidigungsprogramm? Kann ich eine christliche Kriegstreiberin sein? Noch nie was vom Heiligen Krieg gehört? Und das alles steht in Ihrem Computerprogramm, ja? Furcht vor den Kommunisten liegt Kopf an Kopf mit der Furcht vor Gott. Das steht so in der Bibel offensichtlich. Sie sind irgendwie süß. Und jetzt wird's Zeit für die WITV-Aerobic-Stunde. Gott liebt es, wenn wir uns fit halten. Ist es nicht so, Dana? Also dann, Freunde, dann wollen wir mal für unseren Herrn schön die Beine strecken. Alle mitmachen und eins, zwei. Was ist das für ein Quarkmüll, Doc? Der wundervoll strahlende Erleuchtungssender der Nation. Kleine Vorspeise gefällig? Schrei deine Befehle. Also dann, wollen mal sehen, ob dieses Edelhühnchen die Jungs ins Schwitzen bringen kann. Claude! Lodi, Lodi. Ich dachte, Piraten würden plündern und vergewaltigen. Wir machen was Besseres. Bist du endlich fertig, Claude? Was, jetzt? Oder brauchst du ein Vorspiel? Ich bin soweit. Haut rein, Jungs! Rock'n'Roll! Oh, Baby. Wir! Das ist der Teufelschätzchen. Mal sehen, was du drauf hast. Ja, 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 ja. Herrlich, Baby. Halt die Klappe. Für mich war es toll, war es auch toll für dich. Ist diesen Typen denn gar nichts mehr heilig? Ist doch nichts passiert. Die wollen sich doch nur ein bisschen amüsieren. Sie haben den Namen Gottes missbraucht und dafür werden sie in der Hölle schmoren. Bis jetzt sind sie damit durchgekommen. Naja, aber der Spuk wird bald zu Ende sein. Sie wissen doch von diesem Testabschuss, den wir heute machen. Ja, was ist damit? Nein, ich habe gehört, dass es gar kein Test ist. Ich habe gehört, dass er diese Arschlöcher in die Hölle sprengen wird und wieder zurück. Ah ja? Wo haben Sie das gehört? Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Behalten Sie lieber diese Idioten im Auge, denn die stehen kurz davor, den Löffel abzugeben. Ja, ja. Ist gut. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Große Scheiße. Beeil dich, ich muss weg. Okay, alles klar. Was soll's denn sein? Eine Raketenpost? Hey, ich muss jetzt weg, ich muss weg! Ich dir auch, Kumpel! Ah!
Hat du den Burger und die Cola? Captain, du musst ihm das mit dem Generator sagen, Mensch. Hör dir mal mit dem Licht. Ich will noch einen Schwäger. Hast du nochmal ausgerechnet? Komm, wir werden jetzt gebracht. Ich hab dich was gesagt. Halt doch mal die Klappe. Ihr sollt die Klappe halten. Hör zu, irgendjemand will uns eins auswischen. Okay, also was ist los, Sam? Pack es aus, Baby. In 5 Stunden wollen sie uns mit schwerem Geschütz an den Arsch. Es wird nicht wie ein Unfall aussehen. Du meinst, die wollen uns eiskalt in die Luft jagen? Einfach so? Einfach so. Ja, aber wie denn? Mit einer Sam, kriegst du das hin? Keine Probleme. Jetzt spielen wir wieder Krieg. Das üble Westinghouse-Gerümpel, alle Mann auf Gefechtsstation. Vielen Dank, Sam. Du hast das Kommando, Doc. In Ordnung. Jerry, bring uns auf 1600 und steuer auf 140 und dann bleib über dem blauen bei Yankee Delta 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unmöglich. Oh, Claude, Lautsprecher an und Testband. Wir nehmen die Aufnahme von Jimmy in Berkeley. Hendrix in Berkeley. Berkeley, gib vollen Hahn, Mann. Gib vollen Hahn, Mann. Gib vollen Hahn, Mann. 16.000, klar. Hey, Tesla. Hoffentlich funktioniert das. Und einen schönen Sonnentag. Ja, dass man nicht alles glauben kann, Jerry. Aber die hier sind echt und nicht made in Hongkong. Wir sind jetzt im Radarbereich, Captain. Okay, Männer. Lass uns bloß nicht schlapp machen, Jerry. Sam-Raketen. Ich kann's nicht glauben, Mann. Doch, doch, im Radarbereich, Captain. Also dann, es geht los. Sendung denn so schlecht? Großmutter schießt ja besser als ihr. Ihr ausgeleierten Knalltüten. Wir jagen euch eine rechts rotierende Ananas in euer Fahrgestell. Gute Arbeit, Doc. Ja, du bist mein Mann. Oh, du bist mein Mann, mein Kleiner. Und was würden Sie sagen, ist die Bedeutung von Zerstörung auf der Bühne, wenn Sie so etwas machen? Hm. Sie brauchen diese Frage nicht zu beantworten. Ich war irgendwie in Trance, als ich das gemacht habe. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Also sagen wir mal, es ist irgendwie so, als wenn du irgendwo spielst und deine Freunde mitbringst. Wir können alles aus dir rausholen, wenn du uns beim Spielen zuhörst. Ich
mich mit dem Restaurant ja getäuscht haben, Benedikt, ja. Vielleicht langsam an. Sieht er das doch mal an? Ich kann mit dem Restaurant ja auch recht haben, ne? Mir hört ja keine Sau. Für den Dschungel, den Noblis, also. Ich bin im Dschungel. Wenn sich doch ein Typ vor mir auch so angeguckt hat. Ich muss mir auch nicht zuhören, komm mal mit. Will irgendjemand noch mehr hören? Alles klar. Müsst ihr nicht von einem Truthahn auf die Glatze scheißen? Setz dich. Aber was soll das ganze Genuschel von deinem neuen Plan? Wir müssen jetzt mal einen elefantenmäßigen Druck auf diese Westinghouse machen. Wir müssen mit fetten Geschütze auffahren. Wir brauchen mehr. Was sagt die Gerüchteküche über die Schlampe? Ich hab nichts mitgekriegt. Linda. Die weiß da immer, was gekocht wird. Ich wette, die arbeitet noch im Kongress, was? Weiß nicht. Ich hab sie eine Weile nicht gesehen. Kann mich aber bei ihr melden. Steck aber einen schönen Gruß mit rein. Und setz die Schnüffler drauf an. Wir brauchen die Infos über die Westinghouse noch heute, weil ich befürchte, dass es nicht mehr allzu viele morgen gibt, nachdem was heute passiert ist. Du meinst, sie schmeißen weiter mit dicken Nüssen? Du blödes Arschloch, Mann. Wir kriegen bestimmt keine freundliche Warnung. Das nächste Mal heißt es auf Leben und Tod. Dann ballern wir ab in die Fernsehstation im Himmel, Mann. Okay, aber dafür muss ich knetemäßig in die Tasche gehen und ich habe keinen Bock mehr auf Bank ausräumen. Ey, nur keine Panik. Wir machen heute Abend einen großen Spendenaufruf. Okay. Und wann gehe ich runter? Keine Hektik, zieh dir ein Bier rein. Und wenn du mit Linda redest, dann bind dir eine Krawatte um. Zieh ein Jackett an. Hey, du hast es mit einer Dame zu tun. Das ist ein Befehl. Wir lassen dich über Washington DC raus um 17 Uhr. Was, so schnell schon? Zeit ist Geld, was soll ich machen? Sieht nicht, dass eine gewisse verrückte Schönheit im Unorthodoxen liegt? Na schön, ich wusste doch, dass Sie das eines Tages tun. Du hast es gewusst, ja? Du hast alles gewusst. Offensichtlich hätte der Dame zuerst zur Luftwaffe kommen sollen. Offensichtlich, Colonel. Aber um ehrlich zu sein, Colonel, hatten wir angenommen, dass die vereinten Kräfte der US Army in der Lage wären, mit einem 40 Jahre alten Bomber fertig zu werden. Und Sie sagen, dass dieser Bomber über eine Art Raketenabwehrsystem verfügt? Ja, und zwar über eines, das das Pentagon lächerlich erscheinen lässt. Unsere jüngste Generation von Luft-zu-Luft-Raketen wird jedes bekannte Verteidigungsbein durchbrechen. Arschloch. Ich hoffe doch. Diese Sache wird langsam absurd. Wann soll denn dieser Unfall stattfinden? Sobald die Gentlemen es arrangieren können. Arschloch. Ich will, dass diese Spinner aus dem Verkehr gezogen werden, ehe sie noch weiteren Schaden anrichten. Verstehen Sie, was ich meine? Wir tun unser Bestes, Mr. McCarthy. Die Air Force wird es nicht zulassen, dass ein Haufen drogenabhängiger Hippies uns daran hindert, euch daran hindert, ins Weiße Haus zu kommen. Vergiss nicht, meine Mutter anzurufen und bestell ihr schöne Grüße. Und sag ihr, ich rufe sie das nächste Mal an, wenn wir über Miami kreisen. Ist das klar? Ja. Da ist ein Beinbruch da draußen, hörst du. Also, bist du fertig? Komm gut runter. Also dann, Doc. Meinetwegen kannst du losgehen. Bombe los! Mach's gut, Herr! Yeah. Ein guter Infanterist. Air Force. Besser im Bett als jeder Senator, das kann ich dir versichern, Sam. Der Captain lässt sich übrigens schön grüßen. Ah. Dürft ihr Jungs euch immer noch sämtlichen Ärger reinziehen? Ja, und wir haben auch schon wieder welchen. Du könntest mir vielleicht helfen, ha? Oh, ich hatte mich sowieso schon gefragt, weshalb du hier bist. Ja, der Captain meint, es würde wieder einen großen Krieg geben, noch in Vietnam. Ah. Und dass wir das verhindern sollen. Oh, er versucht immer noch, den Lauf der Welt aufzuhalten, ne? Er will nicht, dass es weitere tote Brüder und Ehemänner gibt. Ich will nicht über Tote reden, okay? Wer ist das Opfer? Willa Westinghouse. Das fällt nicht gerade in mein Ressort, Liebling. Weil der Captain meint, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt, dass wir vielleicht irgendwas ausgraben können. Was denn zum Beispiel? Ich weiß nicht, irgendein Skandal, irgendwas, was wir gebrauchen können. Vielleicht ist sie eine Lesbe. Eine Lesbe? Oh, bist du denn verrückt? Sam, du verlangst doch nicht von mir, ich meine, du verlangst doch nicht von mir im Ernst, dass ich eine Anwärterin auf das Präsidentschaftsamt verführen soll, oder? Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Oh. Ach du meine Güte. Das ist das Blödeste, was ich jemals gehört habe. Okay, hier. Und jetzt raus. Raus, raus, dann mach schon.
Okay, Amici. Eine Freundin von mir hat einen kleinen Job für uns, okay? Klar. Und diese Freundin von mir ist politisch. Präsidentschaftskandidatin, hä? Wenn wir die Sache richtig machen, wer weiß, vielleicht wir können bald Mangiare in Weiße Haus, capito? Hä? Aber wenn wir machen Kacke, ich nicht mal will darüber denken. Rosita! Was für ein furchtbarer Krach. Exatamente derselbe denken meine Freundin auch. Sie hatte gebeten, die Penner aufzuhören mit der Krake. Aber sie hören nicht auf mit der Krake. Mache so, als ist die Niente. So, meine Freundin hat gebeten, die Polizei zu intervenieren, aber können nichts machen. Adesso. Jetzt bitte mich meine Freunde darum, diese Dreckstype wegzupu... diese Dreckstype zu zeigen Manieren. Capito, eh? Claro. Wer ist diese verfluchte Schwuchtel? Nicht der Krähe hier, ich dir erkläre, Cacomazzo. Questo ist der Sam. Er ist ihr Verbindungsmann. Ihr werdet finden und herbringen. Rapidissimo. Ist meine Freundin gefährlich wie fiese Klapperschlange? Claro? Wollen Sie ihn lebendig, Signor Martinez? Si, geben mir den Penner lebendig, ich will mit ihm reden. Aber wenn Penner hatte geredet, ihr könnt aus ihm backen, danke fleißen. Capito, eh? Claro. Weißt du, manchmal wundere ich mich über unsere Fans. Ich meine, meinst du, dass das die Sache wert ist? Ich weiß nicht, Mann. Lass uns doch einfach ein bisschen Knete zusammenkratzen. Gut, die Knete. Okay, Doc, machen wir einen auf öffentlichen Spendenaufruf. Stand by. Die Braut sagte, sie hätte es die ganze Zeit gehabt. Okay, Ladies und Gentlemen, wir bringen Ihnen heute Abend eine wunderbare Show, aber zuerst blenden wir kurz unser... Oh, was ist denn los? Guten Abend, Amerika. Das ist schon wieder diese komische Sendung. Das ist dieser, ich weiß nicht, was für ein Kanal. Halt dein blödes Maul. Heute Abend haben Sie die Gelegenheit, den Lebenden zu helfen und die Toten zu ehren. Viele Vietnam-Veteranen können sich nicht die teure medizinische Behandlung leisten, die ihre Wunden brauchen. Oh, das viele ist der Scheiß. Viele können keine Arbeit finden. Halt die Klappe. Und haben auch keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Sie haben für euch gekämpft. Und sie sterben immer noch für euch. Seid echte Amerikaner und helft heute einem Helden. Oha. Gebt uns euer Geld. Halt endlich mal deine dämliche Quassel, du. Ist ein gemeinnütziger Verein, welcher Gelder an kranke und bedürftige Veteranen verteilt. Eure patriotische Spende lässt sich voll von der Steuer absetzen. Ich finde, das solltest du tun, Hank. Also, stellt uns eure Schecks jetzt aus. Dann könnt ihr heute Nacht gut schlafen. Ich glaube, ich schicke ihn. Das ist wirklich nett von dir. Halt die Klappe. Ganz richtig, Sir. Nun, sie sterben überall wie die Fliegen. Genau genommen stirbt einer genau in diesem Moment. Neben mir. Hören Sie mal. Darf ich für jemanden was wünschen? Wunsch, mein Samtfalter, was lässt du denn dafür sprechen? Ich muss bezahlen. Ganz recht, Bratäpfelchen, hast du nicht gesehen, was auf dem Bildschirm steht? Ja. Hast du dein Scheckbuch dabei? Ja. Okay, Baby, ich höre zu, wenn du schreibst. Leg los. Da sind sie! Captain! Die sind zu zweit! Captain, der hat Verstärkung mitgebracht! Das sind schrottverdammte, unbekannte Flugobjekte! Mann, sowas habe ich in all meinen Kifferjahren nicht gesehen. Captain! Oh. Ich meine, ich habe ja schon mal davon gehört, aber ich habe sie noch nie richtig gesehen, Mann. Ich meine, warum gerade hier? Warum jetzt? Warum ich? Kiwi Fargo hier. Wir haben euren Spendenaufruf mitgekriegt. Ziemlich stark. Wir sind zwar selbst ein bisschen knapp mit Knete, aber wenn wir euch irgendwie mit dieser Westinghouse-Nummer helfen können, dann nicht wie zum Telefon gegrapscht und angerufen. Danke, Fargo. Und bleib dran, ja? Okay, bis dann. Captain. Hey, Captain. Mit meinem Dollar könnt ihr rechnen. Und ich hab da eine heiße Idee.
Also, ihr kidnappt die Westinghouse-Braut einfach, zack, und übergebt sie uns. Wir geben ihr die Hauptrolle in einem Riechfilm und das verkaufen wir ins russische Fernsehen. Hören Sie, Captain, ich habe das Drehbuch schon ausgearbeitet. Es fängt an in einer Salamanderbratfabrik. Die Westinghouse ist die Chefin von der Abteilung, wo sie die ganzen Salis strangulieren. Und der Streifen heißt dann die Rache der Killer-Kakomanten. Und später erwachen die Salis wieder zum Leben und tanzen mit der Westinghouse-Tango, ja. Und dann schnappen sie sich die Schlampe und schmeißen sie in einen Kübel voller gegorenem Rhabarberkuchen. Davon wird sie so besoffen, dass sie Millionen kleiner Spinnen kotzt. Und dann tucken sie in einen riesigen Bottich mit Fett und frittieren sie und machen aus ihr einen enormen, riesigen Schweinesalamander, ja. Netter Mann. Guter Mann. Und ein sehr, sehr kranker Mann. Mann, was gibt's nur für völlig behämmerte Typen da unten? Können wir froh sein, dass wir hier oben sind, hä? Hallo, wie läuft's? Bitte, bei dir? Ja, nur halsmäßig, bisschen trocken. Sam? Hallo. Du bist es. Was kann ich für dich tun, Hasenbraten? Ich wollte nur sagen, wie unheimlich toll ich deine Show finde und dass ich dich schon immer mal gern kennenlernen wollte. Und dass du auch gerne in meiner Show auftreten würdest, hä? Hast du Lust, mit mir nach Hause zu kommen? Kleine, ich glaube, es gibt nichts, was ich lieber täte, ehrlich. Okay, dann sollten wir uns verdammt noch mal beeilen. Du wohnst also hier in der Gegend, ja? Ja. Gefällt's dir? Ja, ist nicht übel. Ja? Und die Wohnung ist hier? Gleich hier. Ist nicht so wild mit der Miete hier, was? Ja. Hey. Hey, mach dir um die keine Sorgen, Sam. Die ist sowieso nicht besonders intelligent. Ach nein? Wir haben eine bessere Idee. Weißt du, ein Freund von uns ist nämlich sehr interessiert an deiner Show und er will dich kennenlernen. Exakt. Ich will mit dir ein bisschen darüber plaudern und wir sind gerade auf dem Weg zu ihm. Jungs, wartet mal. Hört mal zu. Ich will noch schnell mal das Ding hier abschreiben, versteht ihr? Und dann... Tabello! Sie blocken uns ab, ich komm nicht durch. Ah, ich will mal was anderes versuchen. Ah, oh, hier ist ein Zuckerwürfel, den will ich jetzt mal reinstecken. Und der prophetische Countdown läuft weiter, Dr. King? Allerdings, danke. Die Zustände auf der Welt nehmen genau das Muster an, die nach Jesu Beschreibung seine Wiederkunft auf die Erde ankündigen werden. Ich möchte die Zuschauer heute Abend daran erinnern, dass wir nicht händeringend sagen sollen. Ist das nicht furchtbar? Es besteht kein Grund zur Furcht, sondern zur Hoffnung. Als Erfüllung der Prophezeiung. Dass wir mitten in den letzten Tagen. In kritischen Zeiten, in denen man schwer zurechtkommt. Das bedeutet, wir nähern uns dem biblischen Armageddon. Das Herannahen des Armageddon sollte kein Grund zur Furcht sein, sondern zur echten Hoffnung. Weil das Armageddon Gottes Krieg ist, durch den die Erde von aller Boshaftigkeit und Perversion gereinigt wird. Und der den Weg freimacht für eine helle und blühende neue Welt. Die Bibel erklärt, dass dann die Rechtschaffenen die Erde besitzen werden. Und sie werden höchste Wonnen finden in der Üppigkeit des Friedens. Verrückter Affen will mir in den Kragen und... Oh, noch was! Die Kleine macht jetzt gemeinsame Sache mit WITV. Gottes Wahrheit! Das Gerücht geht um, dass sie eine Wiedergeborene ist. Die Zicke will also wieder mal Spielchen spielen. Ich muss weiter. Okay, Sam, danke, gut. Ja, das war Sam. Ich habe ein zauberhaftes Date mit unserer Freundin Westinghouse. 20 Uhr Washington-Zeit, WITV. Ich jag das Scrambler-Programm durch den Computer. Sag mal, weißt du, dass sie uns das letzte Mal fast abgeblockt haben? Wir könnten ein bisschen mehr Power in einen von diesen Schaltkreisen gebrauchen, weißt du? Wie wär's mit Fargo oder sonst jemand? Wie wär's mit allen zusammen? Wie wär's mit deiner Winden?
einer verrückten Minute. Die nehmen wir und lassen sie aus jedem Fernsehapparat im ganzen Land raushören. Das wäre toll, Mann. Aber beim letzten Mal hat es nicht funktioniert, nicht wahr? Diesmal wird's funktionieren. Ich bin ein paar neuen Geheimnissen auf die Schliche gekommen. Was ist mit den Zoomies, Mann? Wir werden es jetzt jeden Augenblick mit einer schweren Flak zu tun bekommen, Mann. Daran habe ich schon gearbeitet. Das will ich hoffen, Mann. Ich habe so ein neues pyrochronisches Dingsbums. Das wird Ihren Tag wirklich total versauen. Weltschwein-mäßig? Jetzt hör mal zu, Mann. Erzähl mir mal, was du als nächstes vorhast. Wir rufen unsere Verbündeten. Okay. Wann? Ich mach's jetzt gleich, okay. Ein Ende bereiten. Vielleicht wissen Sie es nicht. Aber in den letzten 5 Jahren alleine sind ganze 7 frei gewählte Regierungen in der betreffenden Region an sowjetisch gesteuerte Regimes gefallen. Ich weiß. Und Sie wissen es. Dass die freie Welt sich darauf verlässt, dass wir hier in Amerika diese Freiheit verteidigen. Es ist deshalb unsere patriotische und christliche Pflicht, an dem bedrohlichsten aller Abschreckungsmittel festzuhalten. Und zu keinem Zeitpunkt in der jüngeren Geschichte ist es dringlicher gewesen, diese Stärke unter Beweis stellen zu lassen. Wir müssen jetzt handeln, um ein paar kleinere Störungen im Keime zu ersticken. Denn wenn wir zögern, werden wir uns einem viel größeren Konflikt gegenübergestellt sehen. Wir als Christen haben eine Pflicht gegenüber Gott und unserem Vaterland. Gott ist auf unserer Seite! Komm schon, Linda, sag's mir. Glotz nicht rum, es ist niemand hier. Ach, für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Red schon, Linda! Komm, hör auf. Willst du mich verarschen? Nein, nein, nein. Es ist die absolute Wahrheit. Nein! Doch! Wow. Also das nenne ich wirklich Schmutz. Also, wo hast du es her? Gut, pass auf. Ich habe zuerst ein Gerücht gehört und es nicht geglaubt. Also habe ich es selbst überprüft. Es ist wahr. Oh, Baby, Baby, das ist Wahnsinn. Hey, hör mal, hast du ein paar Fotos? Oh, jetzt mach mal eine Pause, Sam. Ich meine, wenn du das wirklich haben willst, warum gehst du nicht hin und siehst dir die Sache selbst an? Ich verschwinde jetzt. Komm schon, Arsch. Leg dich, sonst hast du ein Gehirn weniger. Das nicht. Oh Gott. Ah, Dreckspatzen. Schön, euch mal wieder zu riechen. Halt die Fresse oder ich pump dich voll. Zuerst du redest mit dem Boss und dann wir machen Hackfleisch aus dir, du Schwuchtel. Wir fangen an mit deinem... Schnauze auf. Oh. Lass den Schnitzhaken fallen, du Schmierbacke. Also, wer ist euer Freund? Ich will einen Namen und ich will eine Nummer. Okay, du brauchst nur zu nicken, wenn du was erzählen willst. Sonst ballert dir mein Kumpel das Zahngold durch die Kinnlade. Verdammte Ding ist nicht mal geladen. Komm schon, Mann! Oh nein! Oh, schaff den Typen hier raus! Ich bin weg hier! Ich bin weg! Okay, Schmierback, habt ihr sonst noch ein paar Überraschungen? Ich weiß nicht. Irgendetwas mit dem Flugzeug. Bombe! Wann? Wann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Leute, seht euch das an! Es sagt etwas. Das ist das UFO, das ich neulich gesehen habe. Jetzt ist es weg. Scheiße.
Es hat mich angeguckt und geredet. Wie hat es ausgesehen? Es war grün und glänzte so. Es sah aus wie... Oh, Scheiße. Es sah aus wie mein alter... Oh Gott, Mann. Oh, er hat irgendwas geflüstert. Ich hab's nicht genau... Vielleicht kommt er wieder zurück, Mann. Ich bin noch nicht behämmert, Mann. Er hat mich richtig angeguckt. Leck mich doch am Arsch. Er muss da drin sitzen. Jerry, wie steht's mit deiner Handkoordination? Mit meiner Handkoordination? Hans, das geht sich wieder. Das wird alles wieder bestens. Was ist der nächste Schritt in Gottes Plan für uns? Nun, die Bibelprophezeiung ist in dieser Hinsicht doch sehr eindeutig, nicht wahr, Doktor? Allerdings, danke. Die Bibel hat eindeutig beschrieben, wie die Periode des Antichristen und die daraus folgende Leidenszeit aussehen wird. Aber wiedergeborene Christen brauchen sich nicht zu fürchten vor dieser grausamen Zeit. Denn ich weiß, sie werden in ewige Verzückung versetzt werden, noch bevor sie beginnt. Halleluja! Ja. Da haben wir es. Die ewige Verzückung wird das allernächste Ereignis. Amen! Und wie wird nun dieses ewige Verzücken zustande kommen, Doktor? Tja, stellen Sie sich bitte vor, Sie fahren in einem Motorautomobil. Sie sind der Fahrer und Sie sind ein Crash. Aber ja, natürlich. Die Trompete erschallt. Und Sie und jeder wiedergeborene Gläubige in diesem Wagen wird sofort hinweggefegt. Preisen wir die Mildtätigkeit unseres Herrn. Amen. 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 Also, wir verschwinden einfach. Ja, und das Auto? Das gerät außer Kontrolle. Es wird ein riesiges, apokalyptisches Chaos auf jedem Highway in der Welt ausbrechen, wo ein Christ vom Steuerrad eines Autos hinweggefegt wird. Und wenn ein Pilot in die Lüfte steigt, um mit Jesus zusammen zu sein, dann wird sein Flugzeug entweder abstürzen, oder jemand anderer im Cockpit wird sich an den Steuerknüppel setzen müssen. Menschenskinder, also preiset den Herrn. Oh. Wir haben einen ganz besonderen Gast für Sie heute Abend. Jerry. Aber bevor wir ihn begrüßen, wird Dr. King unseren Preis ausschreiben. Ist er auch wieder geboren? Noch nicht, Captain, aber ich hab's mir vorgenommen. Dann sag mir Bescheid, wenn es soweit ist, Jerry. Ja, na klar, logisch. Wie ich gehört habe, haben wir diese Woche eine ganze Menge Dankscheiben erhalten, Dr. King. Wie läuft's, Doc? TV Cargo hält sich bereit im Südwesten. Transmitter ist auf Vollpower. TVET bereit, in den Norden rauszurühren, Captain. Geben Sie uns nur das Kommando und das heißt suchen und vernichten. Der Ruf der Wildnis. Alles klar und fertig zum Losdonnern. Wir haben genug Power für jede Mauer. Beißen wir dem Empire State Building die Spitze ab und vernichten wir Washington. Willkommen! Ein intergalaktisches Kabarett ist eingestöpselt und bereit, euch für immer aus den Socken zu ballern. Okay, alle Sendestationen bereithalten für die verrückte Minute. Okay, Doc, dann machen wir mal alles bereit, um den Power-Transfer zu testen. Alles klar? Los. Alles in Ordnung, Jerry. Ich hab's. Captain, ich hab den Schmutz. Hört ihr mich? Captain, ich sagte, ich hab den Schmutz. Hört ihr mich? Scheiße! Hey, Captain, sieh dir das an, er geistert wieder durch die Gegend. Captain, er ist wieder da. Oh Scheiße. Hey, sieh dir das an. Er versucht wieder was abzulassen. Er versucht uns etwas mitzuteilen. Shit. Brauchst du was, Jerry? Nein, vergiss es. Es war nur Olle Gott, der uns was erzählen wollte. War bestimmt unwichtig. Jerry, ich sitze am Steuerknüppel. Schön langsam, Baby. Schön langsam, hä? Ist es nicht großartig, ein Christ zu sein? Ihr habt eine wunderbare Zukunft.
Und wir schlafen mit der Gewissheit, dass, falls doch jemand auf den Knopf drücken sollte, dies alles Teil des göttlichen Plans ist. Halleluja. Amen. Ich denke, jetzt ist der richtige Augenblick gekommen, um unseren nächsten Gast vorzustellen. Eine wiedergeborene Gläubige und die nächste Präsidentin dieses großen christlichen Landes, Mrs. Willa Westinghouse. Okay, fertig. Seid ihr alle fertig? Vielen Dank, Doug. Ich darf doch Doug zu Ihnen sagen. Danke. Und danke auch an WITV, dass Sie mir die Gelegenheit ermöglicht haben, meinen Glauben an das Ziel Gottes mit Ihnen allen zu teilen. Mrs. Westinghouse, wir sprachen vorhin über den Antichristen und wie er trickreich und hämisch den Anschein erwecken kann, ein großer Humanist also zu sein. Also gut, haut rein! Was ist denn los? Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Das ist ja absolut lächerlich! Warum bringst du deine verdammte Nummer nicht zusammen? Ich bin ja Arschlöcher, das ist wahr! Nein, Sir, hier bricht alles zusammen. Bitte glauben Sie mir. Sag ihm, Sie sollen uns helfen. Ja, ich glaube in Matthäus 23. Oh, hier bricht alles zusammen. Ich könnte ja mal versuchen, das Gelbe auf das Rote umzustellen. Ich will das Telefon her. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Verdammt nochmal. Wer ist für diese verdammte Sendung eigentlich verantwortlich? Ich bin für diese Sendung verantwortlich. Wer sind diese Kerle? Das sind die Vorbote des Satans. Es dauert nicht mehr lange bis zur ewigen Verzückung. Dies ist die Leidenszeit. Ja. Jetzt beginnt die Leidenszeit. Die Leidenszeit hat begonnen. Das Schicksal vollzieht sich. Was ist das denn? Halt die Klappe! Also gut, du blödes Kommunist! Jetzt werden wir das mal schön üben, denn Höflichkeit ist das halbe Leben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Dann werden Sie großzügig, dann hauen Sie Ihre Knete wahnsinnig gern raus, wenn man das zu Ihnen sagt. Oh Mann, musst du noch viel lernen, Scheiße. Du musst daran wirklich noch arbeiten, Mann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Da rasten die aus. Und dabei lächeln. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Versuch dich schon in der Luft zu halten. Du weißt schon, was ich meine, Mann. Also, was gibt's Neues da unten? Ne? Nichts Besonderes. Ich hab einen Haufen Müll über die Westinghouse. Shit, Mann. Wir haben ihn verloren, Doc. Könntest du mal was gegen diese verdammte Spinatbirne unternehmen, Mann? Nein, 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 nicht du, Sam. Nein, 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 mir ist hier eben bloß das Bild durch die Lappen gegangen. Ja, ich kann dich hören. Was hast du über die Westinghouse? Wiederhol das bitte. Ist das dein Ernst, Mann? Wow. Ich weiß gar nicht, wie ich das den Jungs eröffnen soll. Sam? Bist du dir absolut sicher, Mann? Baby, könntest du ganz kurz mal die Füße stillhalten? Ne? Okay, okay. Ja, ich hab dich, Captain.
Hör mal, Linda ist felsenfest überzeugt und wenn sie sagt, es ist wahr, dann ist es wahr. Hey Sam, das klingt mir ganz nach einer deiner bescheuerten Theorien, okay? Hast du meine Gloas besorgt? Claude, da wo du hinkommst, wirst du keine Gloas brauchen, also passt lieber auf eure Ärsche auf, ja? Okay, Sam? Ja? Wir glauben dir. Aber werden sie dir glauben, mein Junge? Ich meine, kannst du es beweisen, Mann? Klar kann ich das. Hör mal, Captain, du weißt, dass es wahr ist, du weißt es. Ich weiß, dass es wahr ist. Tief in meinem Herzen weiß ich, dass es wahr ist. Aber wir brauchen Beweise, Mann. Ich meine, wir brauchen Bilder, Sam. Hey, ja, aber hör mal, nein, du kannst... Nein, aber Sam, wir sind so verdammt nah dran. Verfluch noch mal, Mann, sage ich dir. Wir hauen rein, wir machen sie fett und gehen auf Rente. Rock'n'Roll Control, Sam. Was sagt dir dein Captain, Baby? Hast recht, Captain. Bilder. Bilder. Okay, switch den raus. Ich hab zu tun. Gentlemen. Sir. Madam. Guten Tag. Wurden alle Vorbereitungen getroffen, Colonel? Wir haben 6 Schwadrone bereitgestellt. Diesmal werden sie nicht entkommen. Wann ist diesmal? Der Soforteinsatz ist auf 19 Uhr heute Abend angesetzt. Was ist mit Ihrem Raketenabwehrsystem? Sie haben gar keine Chance gegen 6 bis an die 10 bewaffnete Schwampfjet-Geschwader, Kampfjet-Geschwader. Und Martinus hat die anderen Sender unter Kontrolle. Nun gut, Gentlemen, wir treffen uns in 24 Stunden und dann erwarte ich, dass mit dieser bedauerlichen Angelegenheit ein für alle Mal Schluss gemacht worden ist, Gentlemen. Madam? Mrs. Willa Westinghouse, Amerikas erste potenzielle weibliche Präsidentin, sicherte sich heute die Stimmen, die sie noch brauchte, um ihrer Nominierung auf den Parteikonvent nächste Woche entgegensehen zu können. Sam? In einer Rede... Sam? Ja, ich höre dich, Captain. Wir brauchen die Bilder, Mann. Hast du das mit den Westinghouse-Delegierten gehört? Ja, hör mal, Captain, wir sind dicht dran, aber die hat unheimlich viel Sicherheitsvorzug um sich rum. Da kann man nicht drauf zumarschieren. Ich verstehe dich, Sam, ich verstehe es. Aber uns steht nur ein Minimum an Zeit für persönliche Dinge zur Verfügung. Was? Damit es auch ein Laie versteht. Morgen ist es zu spät. Klar, alles kapiert, Captain. Ich werde dann, Besorg die Bilder, Sam. In Dallas findet heute Abend Mrs. Westinghouse letzter öffentlicher Auftritt vor dem Parteikonvent statt. Sie wird ein Konzert zur Finanzierung ihres Wahlkampfs besuchen. Doch wird ebenfalls ein weiterer Star auftreten. Nein, nicht schon wieder. Darum mal jemand, Jungs, heute Nacht ist unser letztes Rendezvous mit der Braut. Auf Tod und Leben. Gott, schau euch alles hoch, was wir brauchen. Ich weiß ja, dass sich eigentlich alles um Krieg und Tod dreht. Ey, mit Harvey, ey, das ist so viel Saft, Mann. Runterdrehen, Harvey! Es sind wir warten, bitte kommen. Es sind wir warten, bitte kommen. Es sind wir warten, bitte kommen. Ihnen kommt schon, du Arschloch. Schmiert eure Reifenbomber und immer easy. Ich hab hier einen Brief von... Hey Mann, die Gruppe ist kaputt. Das ist bestimmt die verschissene Batterie. Oder läuft doch mit Bier. Wir Fargo-Herrschaften, der schnellste Fernsehsender im Westen. Also bequem machen und... Los, Mann. Die Leidenszeit hat begonnen, nehme ich an. Aber das ist nichts verglichen mit dem, was uns bevorsteht. Nein, darum geht's nicht. Da unten ist was los, was ich nicht verstehe. Ach komm schon, Doc. Es geht überhaupt nichts vor sich. Ja, wie zum Beispiel diese ganzen toten Kanäle da unten, Mann. Steht am Vollmond oder sowas. Ja, wir haben eine Menge Stimmen. Wow. Das waren wir. Ich will, dass du das wieder in den Griff kriegst. Doch. Nein! Doch, mach schon. Komm schon. Wir können ohne dich nicht leben, Doc. Das weißt du klar. Ja, okay, komm schon. Mit Volldampf voraus, Doc. Ich muss ans Telefon. Ahu. Ja, hier spricht der Captain. Schieß los. Das ganze Sendernetz hochgejagt. Das heißt was? Das war die Störung. Na klar, das war die störende Störung. Was? Fargo? Ja, ja. Und eben habe ich einen Anruf von meinem Lieblingsspitzel bekommen. Die wollen uns heute Abend 19 Uhr runterballern. Diesmal wollen sie keine Scheiße. Österchen. Dann ist Sense. 19 Uhr. Ihr Claude. Bis dahin werden wir die Bilder haben. Klar, Sam? Das hört sich im Kopf nicht aus. Die werden euch befallen, die Grenze.
Das ist unser Problem. Dein Problem ist es, mir diese verdammten Bilder zu beschaffen. Und was, wenn ich die schaffe? Lass uns bloß nicht im Regen stehen, Mann. Wir halten dir auch die Pfeife, verstanden? Okay, wir müssen uns was einfallen lassen, Jungs, und zwar sofort. Benedikt, lass dir schon was einfallen. Los, jetzt! Jetzt! Ich weiß was, du wirst ausflippen. Da war doch dieser Radarstöreinsatz, den wir über Hanoi geflogen sind. Ja, und? Wir haben immer noch was von dem Folienhäcksel hinten drin. Und wenn wir die richtigen Kurven fliegen, können wir ihr Radar affenmäßig lahmlegen. Du wirst abfahren. Ja, wie viel von dem Zeug haben wir auf Lager? Ungefähr 20 Packungen, Mann. Das macht 10 Minuten und dann? Ja, was machen wir dann? Hör mal, wenn überhaupt nichts hilft, dann hätten wir es mit Schallgeschwindigkeit versuchen oder sowas. Schalten wir die Bälle auf! Aber ich glaube, beim letzten Mal sind dabei ein paar Hops gegangen. Vielleicht wären wir zu Brei geschossen. Ja, und möglicherweise auch nicht. Möglicherweise verblöden wir völlig. Möglicherweise haut uns eine rotierende Ananas das Fahrgestell kaputt. Oh Mann. Ace? Ich werde sowieso sterben, ich passe. Claude, bring mich jetzt aufs Scheißhaus. Maul. Männer, Männer, Männer. Kein Grund zum Fürchten. Die haben kein Gebet parat. Ich arbeite an diesem kleinen Mechanismus hier. Wirklich großartig. Also gut, das wär's. Alle Mann auf die Station. Wir werden über dem Ziel kreisen. Kreisen über dem Ziel. Und dann schiebt ihr alle eure Nummer, klar? Schiebt ihr alle eure Nummer. Und dann? Und Ace, du stirbst. Uhrenvergleich. Das ist gut. Bei mir ist 18 Uhr. Countdown läuft. Ich hab keine Uhr. Claude, schaff Ace zu dem verdammten Kackstuhl, Mann. Wispernder Tod. Dies ist der Soforteinsatz für Operation Armageddon. Ich wiederhole, Soforteinsatz Wispernder Tod. Ihre unmittelbaren Befehle erhalten Sie vom Flugcommander. Hallo Freunde! Also gut, Ladies and Gentlemen, wir wissen alle, warum wir hier sind, richtig? Okay, wir werden eine wunderbare Lady und eine große Amerikanerin unterstützen, richtig? Okay, wir werden genug Geld aufbringen, um sie dorthin zu geben, wo sie hingehört. Richtig? Also gut. Und damit die Show losgehen kann, klatscht mal alle schön in die Hände und begrüßt Tony Mariana und die Texas Tomcats. Aber selbstverständlich, wir haben doch tausendmal darüber gesprochen. Während der Pressekonferenz. Don? Okay, ich rufe später nochmal an. Machen Sie mal zu, bitte, ja? Danke. Hat man sich um alle diese anderen Angelegenheiten gekümmert? Ja, das Sendenetz wurde heute hochgejagt und SM wird ins Gras beißen in etwa 2 Minuten. Fabelhaft. Und wie steht's in der Halle draußen? Da draußen? Da kann nichts passieren. Die Sicherheitsvorkehrungen sind idiotensicher. Schon. Die knipsen wir aus und hauen ab. Los, da kommt die Kavallerie, Mann. Warum drehst du nicht das ganze Pfund in den Joint und hältst die Backen? Doc, wie sehen wir aus? Okay. Wir warten immer noch auf Sam und die Bilder, verfluchte Scheiße. Sam... Bitte komm, Sam. Wo bist du denn, verdammt nochmal, Sam? Doc, du musst mal was gegen diesen verdammten Streuselkuchen unternehmen.
Von dieser Wissenschaft verstehst du überhaupt nichts, Captain. Das ist wirklich ein verdammt billiger Lautsprecher, wisst ihr? Komm schon. Spürt ihr auch, dass es hier drin zieht? Wusstet ihr, dieser völlig verblödete Sicherheitsschaltkreis? Ich spüre, dass es hier drin zieht. Ah, der hier. Scheiße. Das ist ein Stall von Nordosten, mir flattern die Haare. Aber jetzt möchte ich euch unseren absoluten Ehrengast vorstellen. Jetzt klatscht mal schön in die Hände, Ladies and Gentlemen, und begrüßt Bitte. Die zukünftige Präsidentin der Vereinigten Staaten, Mrs. Sloane Westinghouse. Toll, Sie hier zu haben. Ich glaube, Sie sind ein begeisterter Fan der Country Music. Ja, natürlich, das bin ich. Und werden wir jetzt einen Song von Ihnen hören, zusammen mit den Jungs? Ja, mit dem größten Vergnügen. Dann mal los, Ladies and Gentlemen, Mrs. Sloane Westinghouse. Sometimes it's hard to be alone. Hast du's? Ich hab's mit zwei Augen gesehen und mit dem dritten gefangen. Das sollte jedes kleine Problemchen, das du hast, beheben. Ehrlich stark, Bruder. Stark! Sei vorsichtig, Mann. Captain! Doc, unternehmen was! Du sollst was unternehmen! Wir haben nur noch zwei Packungen. Das reicht meiner Meinung nach für eine Minute. Wie geht's, Zimtstange? Alles okay? Doc, wie steht's denn mit deinen Unternehmungen? Wir könnten... Oh, da sind ja hunderte von ihnen! Doc, hör mal, ich möchte nicht gerne... Doc, sie sind verdammt scheiß nah dran. Oh Gott! Ziel jetzt in Reichweite, Sir. Raketen scharf machen. Jawohl, Sir. Hey, da ist was Merkwürdiges. Da schwirren so komische Lichter um meinen Bomber rum und das Radar spielt verrückt. Ich glaube, es handelt sich um eine gefährliche Begegnung. Sehen Sie, verdammte Scheiße, da sind noch mehr von den Dingern. Was soll ich machen? Alles okay, Sir, die sind friedlich. Da hat ein kleines grünes Männchen bei mir, das will, dass ich mit ihm komme. Scheiße! Wir haben es geschafft. Jetzt springt mir der Draht Verdammt, aus der Jungs, wir haben es geschafft. Ja. Er hat mein Leben gerettet. Der oberste Richter. Verdammt, was ist da passiert? Die Piloten sind rausgeschleudert worden. Alles, Sir. Ach du Scheiße. Sam an SMTV! Kommen! Captain, ich hab die Bilder! Captain, ich hab die Bilder! Willst du etwa den dritten Weltkrieg anzetteln oder sowas, Mann?
verdammte Mistkerl. Wie sollen wir das denn halbwegs gut begleiten, Mann? Hey, sieht! Hey, Jerry, weißt du was, das bist du? Jerry. Hey, Doc, schätze, wir haben dir eine Menge zu verdanken. Glaubst du jetzt an die Wissenschaft, Captain? Wie du meinst, Doc. Alles klar. Ich würde sagen, die Leidenszeit ist vorbei. Du kleines Mistschwein. Du kleiner Teufel, du. Ja. Sag mal, du konntest wohl nicht warten, hä? Ja, ich hätte ungefähr noch eine Minute warten können und wir wären Sternschnuppen über Dallas gewesen. Verdammt, wo warst du, Mann? Ich hab die Bilder besorgt zum Geier. Willst du sie? Ja, schick sie rauf. Jetzt wird hier gefeiert! Ich schick sie euch rauf, aber vorher muss ich noch was erledigen. Bis später. Ich soll euch grüßen. Hey, klopft mal ein paar Flaschen in den Hals ab. Wo sind alle hin, Doc? Albuquerque? Hat sich heute Abend herausgestellt, dass Mrs. Willa Westinghouse ein Mann ist. Bei einem Konzert zur Finanzierung ihres Wahlkampfs wurde durch einen merkwürdigen Unfall Mrs. Westinghouse ein Teil ihrer Bekleidung vom Leib gerissen und eins der gewagtesten politischen Täuschungsmanöver entlarvt. Jetzt um zu unserem du Wahnsinniger, willst du mich zu Tode erschrecken? Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe, aber ich dachte, wir müssten die Nachricht feiern. Hier. Ja. Auf uns. Wir haben es geschafft. Es ist an der Zeit, mal eine Pause einzulegen. Aber vorher, meine lieben Freunde, haben wir, glaube ich, verdient, die Nachrichten ohne Titten zu sehen. Sayonara, ich melde mich ab. Ach du Schande! You stand. I'm just a shell of a man. And only a beast again. Yesterday's hero. Hey Jerry, geh an das verdammte Telefon. Und sag bloß nicht so irgendwas, ja, Mann. Sag ihm, wir sind beschäftigt. Verdammt, schau dich vom Telefon weg, Mann. Wir sind beschäftigt, ich kann mich jetzt nicht auslassen. Wiederhören. Wir werden uns jetzt alle zur Ruhe setzen. Wir werden uns jetzt alle zur Ruhe setzen, nicht wahr, Captain? Wir werden erstmal einen kleinen Urlaub machen. Was meinst du mit ersten Mal? Nun, weil, wisst ihr, Jungs, ich würde mich um das Amt des Präsidenten bewerben. Und wenn wir zurückkommen, mit meinem Charme, meiner Intelligenz und unserer Ausstrahlung, und natürlich, Doc, mit deiner Technologie. Wie können wir da verlieren, Mann? Captain, das soll doch wohl ein Witz sein. Präsident, hä? Wenn du gewählt wirst, dann werde ich dein Haschminister, klar? Ich verteile jetzt noch keine Kabinettsposten, Jerry, aber ich werde an dich denken. Okay. Hey. Das meint der Captain doch nicht im Ernst, hä? Das ist ein guter Witz, Captain. Das ist ein echt guter Witz. Präsident! Das ist mein Ernst, Mann. Das ist kein Witz. Da wird ein Antichrist kommen, der Präsident sein wird. Er wird kandidieren oder wird gewinnen. Genauso steht es hier in der verdammten Bibel, Mann. Rock'n'Roll Control! Erst fahren wir ein bisschen in Urlaub. Nach Mexiko! Ciao!
Nachricht am Krankenhaus. Wenn wir da hinkommen und landen, lasse ich mich auf einem weißen Pferd fotografieren, wie Emiliano Zapata, genau wie er. Der Captain landet, weißes Pferd, Banderillos. Banderillos, ja. Und Tacos, Tacos unter meinen Armen. Enchilada. Auf einer Enchilada sitzen. Dort können wir das alles durchdenken. Gibt es in Mexiko Krankenhäuser? Wir müssen ein paar Batterien für Ace's Maschine besorgen. Ja, wir brauchen ein paar Batterien für Ace. Genau. Soll ich mir einen französischen Wagen besorgen, Claude? So ein Pariser für 8 Leute. Was ist mit Benedikt passiert? Ist er abgesprochen? Der hat Schiss gekriegt, also hat er einen Abgang gemacht. Bye.